So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen in Astion und willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Beim letzten Mal sind wir ja hier sozusagen so ein bisschen stehen geblieben. Das bedeutet, hier gibt es einige Geheimnisse zu entdecken und mit der Story geht es ja hier auch weiter. Was es mit dieser Höhle auf sich hat, weiß ich noch nicht. Ich gucke mir das einfach mal so ein bisschen an. Gut. Da ist ein Teleporter. Aber die Truhe möchte ich noch mitnehmen. Speicherstein, super. Folgendermaßen. Meine Charaktere sind alle wieder ein paar Level-Ups, Level hochgegangen, weil ich wieder ein bisschen Seelen gefarmt habe. Diesmal habe ich hier die, habe ich in der kleinen Eishöhle da mit diesen Dämonen ein bisschen gefarmt. Ah, hier ist der Bluthändler. Ah, ich verstehe. Was wollt ihr kaufen? Oh, Blutelixier. Oh, das wäre so geil. Warte mal, wie viel kann ich mir denn kaufen? 10! Geil! Warte mal, kann ich mich hier... Ich will mal in die Gruft. So, ich will es komplett umwandeln. 49.000, das lasse ich mir doch gerne gefallen. Weil hier kann ich nämlich noch die ganzen Blutelixiere kaufen. Die sind nämlich nicht unwichtig. Wunderbar. Super, fehlt ein bisschen was. Nee, ist egal, macht nichts. Auf jeden Fall, finde ich, wird es mal wieder Zeit für Vampires Dawn. Hier in Asran, ich weiß nicht, oder in Astion, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich die Stadt schon gezeigt habe. Weil ich kann mir nicht immer, wenn ich aufnehme, das komplette Vampires Dawn Let's Play nochmal angucken und gucken, was ich schon aufgenommen habe oder nicht. Ich gucke mich hier einfach nochmal so ein bisschen um und werde versuchen, den Storyweg zuletzt zu gehen. Hier gibt es wieder ein bisschen was zu entdecken. Ich hoffe zumindest. Ja, hier war ich noch nicht. Super. Zumindest in dem Run. Hallo, wie geht's euch? Naja, geht so, aber wieso fragst du? Ach, nur aus Höflichkeit, nichts weiter. Gibt's vielleicht was Interessantes zu erzählen? Nö, eigentlich nicht, alles klar. Aber wenigstens war die Frau höflich. Lass mich raten, der Mann ist das totale Arschloch. Das würde so einiges erklären, warum die Frau so überhöflich ist. Hey, sie sind wohl auch so Leute, die einfach jedes Haus betreten, ohne anzuklopfen, was? Ja, eigentlich schon. Pech für sie, dass ich solche Leute nicht ausstehen kann. Verschwinden sie! Das habe ich mir gedacht. Das ist oft so, wenn der eine total lieb ist, ist die eine Person total lieb ist, ist die andere Person ein totales Arschloch. Das ist so typisch. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es ist die Halle vom Bürgermeister oder ein sehr, sehr reicher Schnösel. Frau, was schafft mir die Ehre eures Besuchs? Oh, wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Nun, ich habe leider keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Meinst? Alles klar, aber da ist bestimmt irgendwas im Schrank, was mir gefallen könnte. Na, ja, nein, ja, vielleicht. Wir sind auf jeden Fall so viele Bücher und keins davon interessiert mich. Alles klar, Walner ist nicht, hat keinen Bock auf Bücher. Hallo, habt ihr schon gehört, dass es am See westlich von Uruya spuken soll? Das klingt ja interessant. Vielleicht sollten wir uns dort mal umschauen. Ihr wollt euch dort umschauen? Du liebe Himmel, ich sagte, dort spukt es. Ein Glück wohne ich weit entfernt und ihr solltet dort wirklich nicht hingehen, wenn du meinst. Spukt es, Geist. Ist jetzt die Frage, habe ich den Geist schon oder nicht? So, hier gibt es einige Höhlen. Da ich ja beim letzten Mal diese Vampirsachen abgegrast habe, glaube ich nicht, dass sie irgendwas Neues haben. Aber ich kann Sachen... Ja, ist natürlich... Höllensäbel, Teufelskrallen. Die Elaine. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Elaine noch so einen Kram kaufen möchte. Weil eigentlich hat die ja genug. Wie teuer? 44.000. Wenn ich mal bedenke, dass wir bald die Vampirkrallen auch für die uns aneignen werden, wird's lustig. Hier gibt's auch ein kleines Rätsel. Ja, das wird ganz lustig. Hier darf man... Hier gibt's so versteckte Schalter. Wenn man die Schalter betätigt, kommt man hier unten an diese Truhe.
Das ist cool gemacht. Wenigstens ohne Monster. Das wäre nämlich saunervig, wenn das in der Dungeon passieren würde. Wo man diese random Monster hat. So, das Ding schickt einem jetzt, glaube ich, komplett einmal drumrum oder wieder zurück. Ich weiß es nicht ganz. Muss man aufpassen, dass man nicht zweimal über so einen Schalter läuft, glaube ich. Ah ne, das ist relativ egal. Okay. Gut, bei der einen Stelle war es auch nicht nötig. Okay, so cool ich das auch finde, man kann es übertreiben. Wunderbar. Jo, die Brücke hat sich jetzt aufgemacht. Finde ich an sich cool. Blutrune. Oh, das hat sich natürlich doch gelohnt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hat sich besser gelohnt als gedacht. Wenn das Spiel ab und zu mal stoppt, dann liegt es daran, dass ich... natürlich der Wallner, das ist doch klar. Dann liegt es natürlich daran, dass ich raustappe. So, den Dieb haben wir noch nicht. Wir haben einiges eigentlich noch nicht. Aber wie gesagt, eine Rune? Was ist für eine Rune? Was für eine Rune? Eine Rune der Kinder der Apokalypse. Ah, ich verstehe. Okay, 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 okay. Ja, das müsste jetzt Part Nummer 46 sein. Der Rest ist hier oben. 046. So, So, ich will erstmal alles hier in Ruhe abklappern. Reden! Hi! Sucht ihr etwas in der Stadt? Nee, eigentlich schauen wir uns nur mal um. Ach so, na dann viel Spaß dabei. Gibt's hier nicht am Brunnen irgendwas? Nein, okay. Erstmal nicht. Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Es sieht so aus, als würde es hier was geben. Es wäre schade, wenn es hier nichts gibt. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Jetzt muss ich mal hier in die Kirche gehen. Hallo Pater, hier in der Kirche scheint es zu regnen. Willkommen in unserer Kirche, der bekanntesten Kirche überhaupt. Wieso bekannt? Wieso bekannt? Weil hier vor etwa 400 Jahren unser Erlöser Vincent Weynard seine Rede gehalten hat, mit der er den Heiligen Krieg begonnen hatte. Deshalb, das war genau hier, ja genau hier. Und wir haben alles so gelassen, wie es vor 400 Jahren aussah. Deswegen ist hier auch ein bisschen leer für meinen Geschmack, aber Vincent wollte diese Schlichtheit. Kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht so besonders wohlfühle. Wie meinen? Ach, er meinte, es geht ihm nicht gut, deswegen müssen wir uns verabschieden. Ah, na schön, aber kommt bald wieder. Ja, dem Master gefällt es hier wirklich nicht. Warte mal, was haben wir denn hier? Willkommen, meine Kinder. Wenn ihr Frieden sucht, seid ihr hier richtig. Betet und befreit euch von euren Sünden. Spendet und befreit euren Geist von der Geißel der Bosheit. Nun, wir wollen die Kirche nur mal besichtigen. Vor langer Zeit hielt der große Vincent Weynard hier seine einzigartige Rede. Er wurde damals zum Hohepriester ernannt und blieb dies auch, lange nach seinem heiligen Kreuzzug. Er lebte unglaublich lange, so etwa an die 200 Jahre. Gott persönlich schenkte ihm dieses lange Leben. Er regierte weise über die Kirche und die Menschen, doch eines Tages verstarb auch er. Möge seine Seele auf ewig Frieden gefunden haben. Doch er hielt auch eine letzte Rede, bevor seine Seele in den Himmel flog. Eine starke Rede, eine himmlische Rede. Er sprach von einer Reinkarnation, einer wunderbaren Wiedergeburt, seiner Wiedergeburt. Oh, wie wir alle beten, dass dieser Tag bald kommen möge und er uns in ein weiteres wunderbares Zeitalter führt. Eine Wiedergeburt, Vincent Weynard? Ja, aber ich denke, er wird wiederkommen, wenn das Böse wieder auf Erden weilt. Doch möge die Zeit auf immer fern bleiben. Wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten zu können.
Wie meint ihr das? Ihr wisst schon, das Böse, die Vampire, diese Kreaturen der Nacht. Vincent hatte sie vor 400 Jahren alle getötet. Ohne Gnade metzelte er sie nieder. Kein einziger Vampir überlebte. Und doch weiß man bis heute nicht, wo sie überhaupt herkamen. Und so ist die Kirche der Ansicht, dass eines Tages die Vampire wiederkommen werden und dass an diesem Tag der Heilige wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Vampire vernichten, so, so. Wenn du wüsstest, dass genau in diesem Moment drei Vampire in deiner Nähe stehen. Aber ihr seht ernsthaft aus, deswegen möchte ich euch um etwas bitten. Was denn? Die Kirche vermisst ein wertvolles Kreuz. Wir wissen nicht, wie es abhanden kommen konnte oder wer es gestohlen hat. Vielleicht hat das Verschwinden mit Schwester Miriam damit zu tun. Sie hatte das Kreuz zuletzt bei sich, um damit die Gläubigen zu segnen. Würdet ihr das Kreuz und damit auch Schwester Miriam suchen und wieder hierher bringen? Klar, oh, ich danke euch. Leider haben wir keine Ahnung, wo sich gerade aufhalten könnte. Sie wird leider schon seit einigen Wochen vermisst und wir befürchten das Schlimmste. Wir werden nach ihr Ausschau halten. Gott segne euch. Ja, Gott segne uns. Pass auf, was du sagst, Fettsack. Alles klar, ja, ich denke mal, ich gehe nach Lösung ein bisschen vor. Ich will euch nicht zu lange bei diesem Spiel hier bei Laune halten und irgendwie 1 Million Milliarden Folgen hier raushauen. So, guck mal, müssen wir nochmal so ein bisschen um, ne? Vielleicht liegt hier irgendwo was, hat jemand was ins Fass gelegt oder was weiß ich. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich kann natürlich auch mit den Leuten nochmal überall sprechen, die haben aber meistens nicht so viel zu sagen, aber trotzdem nehme ich noch so viel ich kann mit. Ich will es ja nicht durchrushen. Hallo, ihr seid wohl neu in Astion, in Asion, was kann man so sagen? Naja, viel gibt es hier nicht zu sehen, aber dafür haben wir die Kirche, in der Vincent Vaynard vor vielen Jahren seine berühmte Ansprache gehalten hat, was diese Vampire betrifft. Ihr wisst schon, Anfang des Heiligen Kreuzzuges, das war hier. Ja, ansonsten gibt es noch ein Tunnelsystem unter der Stadt, aber da wimmelt es vor Ratten. Deswegen würde ich nicht unbedingt darunter gehen. Danke für die Auskunft. Wenn du wüsstest, was da unten los ist, dann würdest du dir aber echt hier den Hose anziehen, die Hose ausziehen und waschen. Okay, den Satz habe ich verkackt. Machen wir weiter. Hallo, hi! Sag mal, wo finden wir ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft? Es gibt hier eigentlich nur ein einziges Geschäft hier. Ein Waffengeschäft. Und so gut ist das wirklich nicht. Aber immerhin. Und wo finden wir das? Auf der anderen Seite der Stadt, im westlichen Teil. Alles klar, danke schön, Süße. So, was haben wir denn sonst hier? Nix, nix. Gehen wir mal ins Pub. Komm, warum nicht? Ja, machen wir. Was haben wir denn hier? Entschuldigt, aber ich möchte in Ruhe mein Bier genießen. Alles klar. Was hast du hier zu suchen? Oh, ich werde wohl nie einen Mann für mich finden. In dieser Stadt sind alle nur Waschlappen und Widerlinge. Du bist wohl verzweifelt, was? So kann man es sagen. Ich habe mein ganzes Leben nur abartige Männer gehabt. Alle wollten nur das eine, sonst nichts. Furchtbar. Keiner wollte romantisch mit mir essen. Niemand wollte abends mit mir die Sterne anschauen. Niemand! Du solltest vielleicht mal in anderen Städtchen dich umschauen. Ich empfehle Shanna, eine kleine Stadt weit im Süden. Shanna? Ich habe schon davon gehört. Und ihr meint, dort finde ich meinen Traummann? Vielleicht, aber in Astion bestimmt nicht. Ihr habt recht. Gleich morgen werde ich nach Shanna reisen. Hab Dank. Alles klar. Ja, was wollt ihr von mir? Gibt es irgendwas Besonderes in letzter Zeit? Eigentlich nicht, außer vielleicht, dass jemand angeblich Schiffe voller Reichtümer über die Meere segeln. Da habe ich so ein. Das haben wohl einige Händler. Da haben wohl einige Händler viel zu handeln. Ja, wir haben schon einige davon versenkt. So, was hast du denn zu sagen? Hier wird. Hallo, kann ich euch was anbieten? Höchstens ein paar Informationen. Was wollt ihr denn wissen? Vielleicht wo man Geld verdienen kann. Also wo ihr Arbeit findet, kann ich euch nicht sagen. Aber es heißt, westlich von hier im Wald soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Aber es haben schon viele nach ihm gesucht. Ein alter Piratenschatz? Klingt interessant. Keine Ursache. So, ich will mal was im Menü gucken, was wir alles noch so offen haben. So, Seelen ist eigentlich relativ egal. Aufgaben. Finde heraus, wer das Auftraggeber. Alles klar. Gehe nach Astion und finde die Kinder der Apokalypse. Das haben wir ja vor. Ja, das war's. Alles klar, gut. Hier ist wieder ein Tunnelsystem. Die Frage ist... K.A. Da steht schon einer. Mit dem werden wir gleich sprechen. Aber ich möchte die Höhle natürlich nochmal gesamt erkunden. Ich glaube aber nicht, dass ich hier viel finde.
Was ist auf der anderen Seite? Ich mag solche Höhlen ja an sich ganz gerne, wenn man nicht alle 2 Meter auf irgendwelche Kackgegner trifft. Okay, das bringt hier gar nichts. Gut, dann muss ich mit den Typen sprechen. Wenn wir in der Story noch nicht so weit wären, dass wir die Paradiesinsel mit diesem verrückten, mit diesem verreckten Vampir, also den gestorbenen Kameraden, finden würden, gefunden hätten, würde hier keiner stehen. Von daher, wer bist du? Stell mir keine Fragen. Ich kann spüren, dass ihr Vampire seid. Jemand in einem Versteck der Vampire hat gemeint, wir sollten hier die Kinder der Apokalypse suchen. Ich nehme an, das K und das A stehen wohl dafür. Tretet ein. Alles klar. Gut. Das ist das Hauptquartier der Kinder der Apokalypse. Kann natürlich sein, dass das Blut ist. Man weiß es nicht. Sektmitglied. Willkommen bei den Kindern der Apokalypse. Sprecht am besten mit unserem Führer, wenn ihr Fragen habt. Wo können wir ihn finden? Sein Zimmer liegt im Nordwesten des Komplexes. Alles klar. Ich will mich hier trotzdem nochmal umgucken. Oh, das ist Säure. Hier gibt es sonst nichts. Ja, das war nicht so schlau. Aber solange ich kein Blutdamage bekomme, ist alles gut. Hier liegen die Leichen unserer Opfer. Ihr habt bereits so viele Leute geopfert. Naja, nicht nur Leute, sondern auch Tiere. Aber wenige sind es wirklich nicht. Die ist wohl noch nicht lange tot. Widerliche Fliegen. Genau. Noch eine Tote. Hier werden wohl hauptsächlich Frauen geopfert. Immer nur Frauen. Mensch, 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 ihr Lümmel. So, was haben wir hier? Die Welt da draußen ist böse. Darum solltet ihr bei mir die besten Rüstungen kaufen. Na, dann zeig mal, was du verkaufst. Schmerzrüstung, Schmerzhelm, etc., etc. Ist eigentlich ganz cool. Aber wir haben das Vampirzeug schon. Von daher ist mir das relativ egal. So, gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich guck mich hier mal so ein bisschen um. Oh, Schatzkammer. Kein Durchgang, aber ihr könnt gerne 500 Fila für unsere Sekte spenden. Pff, machen wir mal danke. Unsere Sekte wird sich eure Taten merken. Wenn ihr viel für uns tut, könnt ihr sogar in unserer Hierarchie aufsteigen. Sprecht dazu mit dem Oberaufseher. Alles klar. Also ein bisschen was gespendet. Klar, natürlich. Ich meine, die wissen, dass wir Vampire sind und trotzdem heißen die uns willkommen. Verschlossen. Da hat sich wohl jemand in der Mitte gespalten. Die ist noch am Leben. Oh je, Mine. Das sind alles so, wahrscheinlich so Pisspfützen. Der hat sich erhängt. Die ist auch hinüber. Naja. Grausam, grausam. Aber na gut. Hier ist ein Totenkopf. Ah, hier, da hängt die Kleine. Na super. Hat wohl jemand seine Tampons vergessen? So, hier liegen noch ein paar Knochensplitter rum. Was haben wir hier unten? Stör mich bitte nicht. Ich opfere gerade einen Menschen. Hey, das gefällt mir. Schön, wenn es euch gefällt. Aber jetzt stör mich bitte nicht weiter. Alles klar, armer Kerl. Dem haben sie die Arme abgerissen. Oder ihr oder es. Ich weiß es nicht. Hier gibt es einen Friedhof. Okay, 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 okay. Das ist blöd, aber da gibt es sonst nichts zu sehen. Was gibt's hier? Sagt, ihr wisst nicht zufällig, wo es sich für uns lohnen könnte, ein Geschäft zu eröffnen? Hm, doch, ich habe gehört, in Shanna treiben sich einige Vampire rum. Shanna? Hm, vielleicht sollten wir dort wirklich ein Geschäft aufmachen. Ich werde mal einen Mann von uns hinschicken. Alles klar, der Aska will also wirklich Shanna wiederbeleben. Müssen wir auch mal hin und mal gucken, wo wir hin müssen. Was haben wir denn hier? Sektenmitglieder, man nennt mich den Oberaufseher. Ich vergebe die Aufträge in unserer Sekte. Habt ihr Interesse an einem Auftrag? Puh, klar. Gut, dann sage ich euch, was ihr euch als erstes tun könnt. Es ist eine Art Test, ob ihr überhaupt fähig seid, für unsere Sekte zu arbeiten. Dieser Test testet euren Spürsinn, denn wir haben irgendwo in der Stadt eine Kiste versteckt. In der Kiste befindet sich eine Rune. Bring sie mir. Habt ihr die Rune schon gefunden? Jupp. Aha, sehr gut. Kommt wieder, wenn ihr für den nächsten Auftrag bereit seid. 200 XP. Ja, wunderbar. Pff, klar, gut, dann okay. Es gibt in Esrik einen Dieb, der uns vor langer Zeit ein paar Tränke gestohlen hat. Töte ihn.
In Esrik gibt es einen Dieb. Oh, ich würde ja gerne die Aufgaben jetzt machen, bevor ich jetzt hier mit der Story weitermache. Ein bisschen Nebenquesten. Ich glaube, es gibt nicht unendlich viele davon, aber das mache ich. Esrik einen Dieb. Okay. Das mache ich doch auch direkt. Warum eigentlich nicht? Warte mal, kann ich das nicht mit der Zuflucht machen? Schatten der Nacht. Eingang. Super. Fledermaus, okay. Muss ich mal gucken. Weltkarte. Esrik, okay, das ist die kleine Insel. Oben. Das ist die kleine Eisinsel oben rechts im Nordosten. Da will ich jetzt nochmal hin und den Dieb zur Strecke bringen. Ist die Frage, wo der sich versteckt. Walner, Asker und Elaine sind wieder unterwegs. Oh yeah. Hallo Dieb, du hast die Falschen bestohlen. So, ist die Frage, wo ist dieser kleine Dieb? Mann mit Mantel. Ich glaube, das ist eher einer, der sich so ein bisschen abseits irgendwo aufhält. Nee, du hast nur irgendwelche Fetische zu... Da, du warst es. Hey, was wollt ihr von mir? Du hast die Tränke von der Kinder der Apokalypse gestimmt. Verdammt, woher wisst ihr? Danke, das genügt uns schon. Dieb erscheint, alles klar. Walner könnte man ein bisschen nuckeln. Und ja, ihr haut einfach drauf. Ich meine, der sollte jetzt nicht so stark sein. So wie zum Thema, sollte nicht so stark sein. Der hält gut aus. Also der hat zwei kritische Angriffe vom Asker ausgehalten. Das war nicht wenig. So, dann haben wir den Auftrag schon mal gemacht. Ich guck mal, ich mache diese Videos nicht ganz so lange. Das bedeutet, ich denke mal so 30 bis 35 Minuten, das ist soweit vollkommen in Ordnung. Dafür kein Endscreen. Ich werde jetzt mit der Quest noch nicht weitermachen. Also hier mit der Hauptstory. Da müssen wir hier mit dem Typen da schwätzen. Habt ihr den Dieb getötet? Ja, haben wir. Sehr gut. Das wird allen Dieben eine Lehre sein, sich mit uns anzulegen. Kommt wieder, wenn ihr bereit für den nächsten Auftrag seid. Gut, dann sage ich euch, was er als nächstes zu tun hat. Im Wald östlich von Astion gibt es eine Höhle. Dort gibt es seltene Kristalle. Das muss ich mir mal irgendwie doch aufschreiben. Ich schreibe mir das lieber manuell auf. Wald. Ich könnte jetzt natürlich jetzt auch in der Komplettlösung nachgucken. Aber ich weiß nicht. Komplettlösung gucke ich mir immer so ein bisschen an, wenn irgendwas halt ist, wo ich halt stundenlang rumsuchen würde. Da gucke ich immer ganz gerne nach, aber ich arbeite nicht nach Komplettlösung und arbeite das und das und das und das und das ab. Sondern ich gucke da immer, ja, guck da mal, das und das. Habe ich das schon? Ja, habe ich. Nein, habe ich nicht. Okay, gucke ich dann nochmal nach und solche Sachen. Von daher versuche ich die Komplettlösung eher zum Nachschlagen zu benutzen und nicht zum Durcharbeiten. Gut, ich bin ja hier in Astion, von daher kann ich auch die Stadt verlassen. Hier im Wald westlich von Astion, östlich meine ich. So, Walner kann noch ein bisschen saugen. Seelen habe ich nicht ganz so viele, dafür habe ich, ich habe mir einfach mich damit begnügt, Dingsbums zu machen. Habe mich damit einfach begnügt, ein bisschen nur die Seelensteine zu sammeln. Damit ich halt genug für Beschwörung habe. Und da ist einfach diese große Eishöhle, wo man auf diese starken Seelen halt trifft, einfach wunderbar. Östlich von Athen. Das ist jetzt die Frage. Ist die hier unten in dem Wald oder ist das oben das kleine Waldstück?
Da gucke ich einfach mal ein bisschen nach. Ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Ich glaube, man kann auch immer bessere Sachen kaufen, wenn man den Kindern der Apokalypse hilft. Gucken wir einfach mal, ob das hier vielleicht ist. Höhle, Wald östlich von Bastion. Ich hätte Wallner eigentlich gut trinken können. Naja, gut. Kann ich eigentlich auch genauso gut, meinen Seelenfeuer, hätte ich eigentlich beides machen können, ich Idiot. Wer muss denn überhaupt trinken? Ja, die Elaine und der Aska sind voll, der Wallner muss wieder, okay. Wald östlich von Bastion. Das ist ja auch mal wieder so ein Ding, was eigentlich, mal wieder auslegbar ist, wie gemacht. Von daher, so, okay. Ich könnte eigentlich zwischendurch mal östlich von Ostion, ja. Wo ist der Trigger? Die Ameisen haben kein Blut, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Mir ist eigentlich ganz gut, wenn du auf dem Kontinent gegen diese Ameisen kämpfen kannst, weil hier kannst du als erstes gut trainieren und auch gut Seelen sammeln. Für Seelensteine, kleiner Tipp. Das habe ich am Anfang immer sehr gerne gemacht. Ja. Das ist immer so blöd. Wenn du am Farmen bist, ist alles super. Dann ist es halt cool, wenn du halt wenn du, was weiß ich, 1000 Gegner auf einmal hast. Aber wenn du was suchst, ist es scheiße. Wollen wir mal gucken. Ich guck einfach mal, ich guck mal. So, das haben wir. Okay. Das ist der Wald. Ich wollte eigentlich gerade nachgucken, ob das überhaupt der Wald ist, aber ich glaube. Giftpilz. Die bleibt mir bloß vom Leib. Wow. Okay. Ja, dafür sterben sie schnell, aber weichen auch gut aus. Das gleicht das ein bisschen aus. Ich wollte jetzt eigentlich in der Komplettlösung nachgucken, habe nach dem Kreuzabbruch der Map draufgezeichnet, wo man hin muss, aber da wäre ich sowieso gleich vorangekommen. Also von daher. So. Gibt natürlich ein Bild weiter in der Komplettlösung, eine Wegbeschreibung, aber es ist halt die Frage, ob ich das will. Weil ich bin ja jetzt hier eh schon. Das ist okay. So, normale Seelen. Ja, war klar, dass sie krank machen. Scheiß Viecher. Was haben wir denn hier? 11 schwache Seelen, 76 normale Seelen, eine starke Seele. Ansonsten haben wir alles Seelensteine voll. Okay. Mensch. Rattenmensch. 2 Speichersteine. Super. Ah. Ein Kristall gefunden.
Riesentroll. Entschuldigung, ich musste daran voll denken gerade. Den Auftrag machen wir noch fertig, dann sind wir soweit für diesen Part durch. Zwei Kristalle. Warte mal, ich will mal hier den Blick der Geister benutzen, weil ich habe so das Gefühl, dass hier noch eine... Drei... Troll! 618 müsste die Länge eigentlich voll sein. Leute, waren das der Einzige, der noch braucht. Wie gewohnt, mit dem N64-Controller wird gespielt. Wenn ihr wollt, kann ich euch den ganzen Kram mal verlinken, dass ihr euch auch selbst eine Controller-Zuweisung macht. Aber die Leute, die das Spiel kennen und selbst spielen, wissen wahrscheinlich selbst Bescheid, wie man sowas macht. Zumindest traue ich euch dieses Know-how zu. So, wir haben 4 Kristalle. Quietsch, quietsch, quietsch. Hau dem Troll auf die Glocke. Er holt weit aus und bringt nichts und macht nichts draus, dieser grüne Lümmel. Okay, die orangenen oder die pinken Trolle sind normale Trolle und das sind Riesentrolle. Warum müssen Riesentrolle grün sein? Kann mir das mal bitte einer verraten? So, oh, Geist, 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 Geist. Ein Geist! Oh, endlich! Ich bin jetzt wegen der Existenz müde, keine Freude mehr. Jemand gekommen, den ich meine Kräfte verleihen kann. Entweder ich bin müde, nimm meine Kraft und leb wohl. Alles klar, hau rein. Gostkowski! Und? Dauer der Wolfsverwandlung. Okay. Ist in Ordnung, aber jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß nicht genau, wer noch Blut saugen muss. Die Elaine auf jeden Fall nicht mehr, aber der... Aska kann das mal machen. Ja, ich habe auch an dich gedacht. Ja, endlich denkt der Penner mal an mich. Dieser Walder, der denkt immer nur an den Walder. Und ab und zu mal macht er hübsche Augen meiner Länge. Ja, ist ja gut, weil Aska ist ja schon gut. Jetzt verwechselst du mich auch noch damit, du Penner. Ja, das wird... Doch, Mann, dieser Stuhl knirzt und knarzt und knurzt ohne Ende. So, ich werde wahrscheinlich die 35 Minuten überschreiten wegen diesen ganzen Random-Kämpfen. Aber... Dann mache ich das halt so. Warte mal, wie viele Kristalle habe ich denn jetzt? Kann ich das hier irgendwo sehen? 5, die Hälfte. Gibt's auch bestimmt wieder irgendeinen Geheimgang. Guck ich mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein. Gut, dann bin ich hier oben soweit fertig. Troll erscheint. Okay, der Walder kann aber ein bisschen Blut saugen, weil der Blick der Geister ja doch frisst. Wunderbar. Es wäre alles nur halb so lang, wenn nicht diese ganzen Kämpfe zwischen wären. Das ist wirklich... Das ist, ja, wie gesagt, Fluch und Segen. Auf der einen Seite klar trainieren und allem drum und dran und beim Abgrasen. Aber ich finde es eigentlich geil, wenn es so Items geben würde, dass man die Random-Kämpfe so ein bisschen reduziert. Also, bei Pokémon gibt es das ja auch, diese Schutze. Also Schutz, Superschutz, Topschutz etc. etc.
wo man die Angriffe der Pokémon ein bisschen regulieren kann. Das ist mir hier eigentlich auch ganz cool. Mal so für eine Minute keine Gegner zu haben und dass man sich automatisch da mal ein bisschen... Ja, damit sowas nicht passiert. Diese Hassliebe. Fast wie Dark Souls. Aber nur fast. Ach komm schon, es kann doch nicht sein. Drei Schritte. Ich habe mich eben noch drüber aufgeregt, bitte. Also, dass ihr random kommt, ist eine Sache, aber doch nicht alle drei Schritte. Lass mich nochmal 5 oder 10 Meter gehen, ohne dass mir so ein Troll auf der Nase rumtanzt. Also wenn das so weitergeht, gucke ich wirklich in der Komplettlösung nach. Und das liegt nicht daran, weil ich nicht weiß, wo es lang geht oder sonst was, sondern weil es mir einfach voll abnervt, alle drei Meter so einen scheiß Random-Kampf zu haben. Da oben war ich schon. Ah. Müsst ihr doch wissen, dass ich über eurem Niveau bin. Guckt doch mal, ihr macht mir kaum Damage und Aska, Walner und Lelaine lachen sich schlapp über eure Keulen. Yay, jetzt bin ich schon bei 36 Minuten. Wir hätten das bestimmt schon in 25 Minuten schaffen können, wenn diese scheiß Trolle nicht dieses alles so in die Länge ziehen. Boah, nee. Ich hätte das Maul nicht so voll nehmen sollen. Ich hätte sagen sollen, okay, Time Cut und fertig. Und nett, ich mache den Auftrag zu Ende. Das ist der 6. Hier oben kommt noch der 7. Dann nehme ich noch die Truhe mit und dann geht es nach links weiter. Wie gesagt, XP-mäßig muss ich diese Aufgaben nicht machen, aber was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu... zwangshaft zu 100% haben, brauche ich auch nicht, aber ich möchte natürlich auch jetzt nichts offiziell auslassen, nur um die Story schnell zum Ende zu bringen. Und von daher, jo. Naja, wenigstens macht der Aska mir noch einen, tut der Aska mir einen Gefallen und macht einen One-Hit raus. So, wir müssten jetzt 7 haben. Genau. Oh, du kannst nicht einmal ins Menü gucken, ohne es fehlt nur noch, dass sie so Zubat-Geräusche machen würden. Oh nee, dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut, Leute. Haut ab. Wenn die jetzt auch noch so Zubat-Geräusche machen würden. Boah, nee, ey. Warte mal, ich will mal was probieren. Man sagt, man soll als Wolf nicht so häufig angegriffen werden. Das war ja mal wieder eine super... Es war wieder super. Wunderbar. Schön. Und ich fange noch an zu bluten. Trolle könnten nicht nerviger sein. Wirklich so, ist es wirklich der Fall. Kann ich auch mal bitte einen Satz beenden, ohne dass ihr mir gleich auf die Pelle rückt? Danke. Ist ja echt schlimm hier. Ich meine, wenigstens haben sie gut Blut, also 60, ein 60er Blutwert. Machen keinen Schaden, aber wehe, die schwingen mit der Keule. Da ist das Bluten mehr Schaden als der physische Damage. Hatte die Elaine nicht von mir Schutzring?
Schutzring, okay. 8. Ein Speicherstein. Oh, super. Diese Kacktrolle, diese Kacktrolle, die gehen so was von auf den Sack. Da kriegst du, da wird dir schlecht, wenn du dran denkst, wie sehr die mir auf den Sack gehen. Ist wirklich so. So. Habe ich wirklich nur 8? Ich müsste jetzt 10 haben. Ah, habe ich mich verzählt. Alles klar. Laut meiner Rechnung hatte ich irgendwie nur 9, aber ich habe mich da einfach verzählt. Ich habe mich wahrscheinlich wegen der Aufregung von diesen Kacktrollen da so abnerven lassen. Oh, wenigstens lassen sie mich rausgehen. So halbwegs, wollte schon sagen, ja. Wie, ich kann 10 Meter laufen, ohne dass sie mir gleich auf den Pelz rückt. So, Samstagmorgen, 10 Uhr. Ich bin noch wach vom Stream von gestern. Ja, noch. Super. Trank der Ewigkeit. Pff, ja, ich weiß nicht, ob ich den brauche. Nehme ich mal mit. Will natürlich nicht fliehen. Weil das angeblich mit in das Ende einfließen soll. Deswegen möchte ich eigentlich keine Fluchten haben. Manchmal muss ich auch nicht. Ist halt die Frage, wie mache ich das? Oder was mache ich mit den Seelen? Ich will jetzt nicht permanent die Seelen sammeln und nichts dafür brauchen müssen. Komm drauf geschissen, Hauptsache ich komme. Hauptsache ich komme da raus. Komm, alter Mann, mach dich ab, alter Krieger. So, wunderbar. Komm, verwandelt euch zurück. Hat niemand gesehen? Alles gut? Wunderbar. So, jetzt nach... Nee, ich glaube, das war links. Alles klar, nach links, zurück zu dem Dapper und dann sagen, haben wir geschafft. Wunderschön. So, dann würde ich auch sagen, nach der Questabgabe, deswegen sage ich schon mal Abmoderation hier, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen bei Vampires Dawn 1. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Däumchen, Liken, Kommentar wäre natürlich schön, aber wahrscheinlich nicht. Und von daher... ja, wie gesagt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist mir eigentlich mittlerweile Ralle. Habt ihr die 10 Kristalle? Ja, haben wir. Sehr gut. Damit werden wir einiges anstellen können. Kommt wieder, wenn ihr für den nächsten Auftrag bereit seid. 500 EXP. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.